Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum TT-Studio. Unser Thema heute ist das ÖVP-Frauenvideo, das vor wenigen Tagen präsentiert worden ist. Zu diesem Zweck darf ich begrüßen Frau Landtagsabgeordnete Sonja Lädl. Sie ist ÖVP-Frauenchefin und stellvertretende Parteiobfrau der ÖVP. Und die Frau Landtagsabgeordnete Gabi Schießling. Sie ist Landtagsvizepräsidentin und SPÖ-Frauen- und Sozialsprecherin. Grüß Gott, Herr Zinnhäuser. Frau Lädl, das ÖVP-Frauenvideo hat vor einigen Tagen für große Aufregung gesorgt. Der mediale Wirbel war österreichweit enorm. Mittlerweile haben sich die Wogen etwas geglättet. Im Nachhinein betrachtet, würden Sie so ein Video noch einmal drehen und veröffentlichen? Ja, zuerst darf ich mich mal dafür bedanken, dass ich auch in der Runde Gelegenheit kriege, dazu Stellung beziehen. Und eingangs möchte ich schon festhalten, dass dieses Video ja ursprünglich gedacht war als Einstieg in eine große Veranstaltung, die wir am 17. März gehabt haben, eine große ÖVP-überbündnische Veranstaltung mit über 500 Frauen, die auch bundesweit zum ersten Mal in dieser Form stattgefunden hat. Und es ist mir jetzt auch ein Anliegen, dies zu erwähnen, weil ja da doch relativ wenig darüber berichtet worden ist. Und wir haben, nachdem wir das Video gezeigt haben, natürlich auch noch einmal erwähnt, dass viele Szenen überzogen dargestellt worden sind, provokant dargestellt worden sind, aber wollten auch damit eine Diskussion über das Rollenbild der Frau anregen. Das haben wir auch an diesem Abend gemacht. Und als es dann im Internet war, das Video, haben wir auch festgestellt, dass wenn es außerhalb von der Veranstaltung gesehen wird, so außerhalb eines Kontextes, dass es für viele missverständlich war. Das war auch der Grund, warum wir es in dem Moment entfernt haben. Und sicher der Teil, den wir auch daraus gelernt haben, dass wenn man mit Provokation arbeitet, man sie wirklich ganz deutlich darstellen muss, dass sie für alle unmissverständlich ist. Aber uns ist einfach das Thema wichtig gewesen, die Diskussion anzuregen, zum sagen, wo stehen die Frauen heute wirklich, was ist Vergangenheit, was ist vielleicht ein Stück weit Realität. Und da gerade der Bereich, der große Bereich von Vereinbarkeit, Familie und Beruf, stelle auch ich immer wieder fest, dass es da doch noch sehr viel für uns zu tun gibt. Frau Schießling, haben Sie das Gefühl, das Konzept der ÖVP-Frauen ist aufgegangen mit diesem Video? Nein, zuerst einmal darf ich mich auch bedanken, dass ich hier von meiner Seite her ein bisschen was dazu sagen darf. Das Konzept ist meiner Meinung nach überhaupt nicht aufgegangen. Also selbst wenn die ÖVP damit gerechnet hätte, dass sie von der Negativwerbung sozusagen profitieren könnte, dann ist das sicher nicht aufgegangen. Am Anfang, ich kenne die Frau Kollegin Lädl ja schon doch einige Zeit jetzt in einer sehr guten Zusammenarbeit im Tiroler Landtag, und am Anfang habe ich mir gedacht, wie ich das erste Mal dieses Video gesehen habe, also ist die Frau Kollegin Lädl hineingelegt worden oder was ist denn da los? Ich habe dann ja sofort in den nächsten Stunden und Tagen darauf sofort gemerkt, dass niemand hineingelegt worden ist, sondern dass dieses Video ganz bewusst so gezeigt worden ist und natürlich auch gerne ins Internet gestellt worden ist, um eben anscheinend zu provozieren. Gut, das ist aber dann ja sofort wieder aus dem Internet entfernt worden, wie man bemerkt hat, dass die Reaktionen nicht entsprechend waren. Genau, die Reaktionen dürften auch für die ÖVP und natürlich auch für die betroffenen ÖVP-Frauen so schlimm gewesen sein, dass man natürlich sofort danach getrachtet hat, dieses Video aus dem Internet zu entfernen. Mich haben ganz viele Männer und Frauen, Frauen und Männer auf dieses Video aus verschiedenen Lebensbereichen und Zusammenhängen angesprochen. Und ich habe mit Menschen darüber geredet, von denen ich mir gar nicht erwartet habe, dass die sich jetzt in der Tiefe oder in der Breite damit auseinandersetzen. Und ich habe nur Entsetzen über dieses Video gehört, Betroffenheit, Wut. Viele fühlten sich auch beleidigt, Frauen und Männer. Frau Lädl, es hat ja auch parteiintern, also ÖVP-intern, einige Kritik am Video gegeben, die Frau Staatssekretärin Remmler hat von katastrophalen Frauenbildern gesprochen. Die Frau Bundesrätin Greiderer greift Sie persönlich an. Wie gehen Sie mit dieser Kritik um?
Nein, es wird in unseren Reihen sich auch diskutiert, aber auch inhaltlich diskutiert. Die Frau Staatssekretärin war ja an diesem Abend selber auch anwesend und hat ja auch die Diskussion selber miterlebt. Und ich denke mir, es ist auch legitim für Frauen in den eigenen Reihen, dass sie eigene Meinungen vertreten. Aber eines ist schon auch klar und das muss man festhalten. Ich glaube, wenn wir gerade in der Einstiegsszene manche Themen nicht dabei gehabt hätten, würde sich wahrscheinlich kein Mensch für das Video interessieren. Und das ist mir schon ein Anliegen. Es besteht ja der ganze Film nicht aus den ersten 2 Minuten, sondern aus 7 Minuten. Und es kommen danach auch Interviews und auch Aussagen ganz klar von uns. Und da sind für mich noch viele Themen offen. Der schon angesprochene Bereich mit Vereinbarkeit, Familie, Beruf. Es sagte auch eine junge Dame, dass sie vor der Entscheidung gestanden ist, dass sie das Gefühl gehabt hat, für sich, sie kann nicht beides vereinbaren und sie sich gerade wünscht, dass in diesem Teil was passiert. Und auch wenn vieles schon partnerschaftlich gelebt wird, und das ist auch ein Teil, den wir sehen, sehe ich die Geschichte noch nicht als erledigt. Und das ist ja das, was wir uns wünschen, dass man an dem Thema dranbleibt, dass nicht nur Frauen darüber diskutieren, sondern dass auch sich die Männer an der Diskussion beteiligen und vor allem auch die, die jetzt wirklich auch schon sehr offen dem gegenüber sind, uns auf dem Weg aber auch unterstützen und sagen, ja, es stimmt, es ist noch real, dass nicht alles fertig ist. Und ich glaube, wenn uns das gelingt, dass solche Themen, wie auch in dem Film, auch im zweiten Teil gezeigt werden, gemeinschaftlich diskutiert werden, nicht nur von Frauen, sondern auch von Männern, dass man da damit wirklich was in Bewegung setzen kann und auch sicher viel erreichen kann. Zumindest diesen Erfolg können Sie auf sich verbuchen. Auch die Männer haben diskutiert, weil die Männer kommen ja in dem Video auch nicht wirklich besonders gut weg. Als biertrinkende Machos und Lüstlinge. Wie reagieren die ÖVP-Männer auf dieses Bild? Ich glaube, von den Reaktionen allgemein, die wir jetzt auch beobachtet haben, gibt es für mich eigentlich in Wahrheit 3 Gruppen. Es gibt die Menschen, die das Video sehr objektiv anschauen, ohne sich vielleicht auch von einer Schlagzeile beeinflussen zu lassen, die auch klar in dem Interview der Damen hören, es sind noch Dinge Realität, die auch unsere Botschaften hören und für die ist das auch unmissverständlich. Dann gibt es sicher die Gruppe, die im ersten Moment nicht so ganz sicher ist, aber wenn wir ihnen das erklären, was unser Ziel ist, eben diese Debatte zu führen und denen das dann wirklich auch klar ist. Und die dritte, und auch hier muss man, glaube ich, ehrlich sein, die wird es immer geben, egal ob man was macht oder ob man nichts macht, sie wollen es nicht anders verstehen. Frau Schießling, wenn Sie in der SPÖ so ein Video präsentiert hätten, was glauben Sie, wie hätten Ihre Kolleginnen und Kollegen reagiert? Das habe ich mir auch überlegt und ich glaube, die erste Geschichte wäre, dass die Frauenministerin persönlich sozusagen auf der Matte gestanden wäre und sofort nach Tirol gereist wäre und einmal Klartext geredet hätte. Intern hätten wir eine riesige Auseinandersetzung gehabt, natürlich die also eher hart zu führen gewesen wäre. Von den Tiroler Kolleginnen und Kollegen möchte ich gar nicht reden. Also die Debatte an, wie Sie jetzt gesagt haben, eventuell auch mit den ÖVP-Männern. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, das ist vielleicht auch eine Botschaft an die ÖVP-Männer, wenn die Frau Schulz zum Beispiel sagt, dass sie sich zu 80% in dem Video wiederfindet. Das heißt, ist das eine Botschaft gewesen an die eigenen ÖVP-Männer? Das hätte bei uns so in der Form nicht gespielt. Also unsere SPÖ-Männer waren zutiefst entsetzt, auch über die Art der Darstellung. Unsensibel und kränkend. Bei aller Kritik, sehen Sie in dem Video und in der Botschaft, die das Video vermittelt, auch den einen oder anderen positiven Aspekt, wo man sagen kann, okay, diese Forderung kann ich durchaus unterstützen? Insgesamt eigentlich nichts Positives, und zwar deshalb, weil der Film als Ganzes, erster Teil und auch, wie die Frau Kollegin Ledl jetzt erwähnt hat, auch der zweite Teil, über den wir jetzt noch gar nicht geredet haben, nämlich die Interviews, etwas ganz Schweres, Dramatisches sozusagen an sich haben. Ich habe nichts dagegen, dass man Lebenswelten von Frauen darstellt, die da und da so sein können, keine Frage. Aber es fehlt in dem Film die Lösung, eine positive Lösung. Sozusagen das Miteinander, die helfende Hand, das
Gemeinschaftliche. Frauen werden in diesem Film extrem alleingelassen und deshalb auch ein bisschen der Verdacht, ob nicht die ÖVP-Männer sozusagen angesprochen worden sind in dem Film, so quasi schaut's, wie es uns geht, helft uns doch, aus der Misere herauszukommen. Das haben mir sehr viele Frauen gesagt. Das war vielleicht auch wirklich der Fehler, auch der Regie sozusagen, dass man die Lösung irgendwie nicht gehabt hat. Gerade bei den persönlichen Interviews wäre es möglich gewesen, diese einzelnen Forderungen, die gibt es ja natürlich auch bei den ÖVP-Frauen, Vereinbarkeit, bei allen nicht gleich, das gebe ich auch zu, oder gleicher Lohn für gleiche Arbeit oder was immer, noch massiver einzubringen. Frau Lädl, war das ein Fehler, war das ein taktischer Fehler, dass man nicht vor dem Video gesagt hat, Achtung, Provokation? Ja, wie ich ja schon dazu gesagt habe, das ist der Teil, den man sicher daraus gelernt hat, dass man vielleicht das noch dazu schreiben muss, dass es alle erkennen. Aber ich glaube, vom Thema her oder wie es diskutiert wird, braucht es auch ein Stück weit Ehrlichkeit. Und wahrscheinlich wie viele von uns, kenne auch ich in meinem Bekanntenkreis wirklich viele junge Frauen. Und ich denke mal, das muss man auch Frauen zugestehen, die ja lange Ausbildung gemacht haben, die ein Top-Angebot bei einem, im Beruf möglich haben, dass sie natürlich überlegen, wie kann ich das vereinbaren, kann ich das leben und wie rauft es ja in Wahrheit ab. Zuerst macht sich die Frau schon im Jahre im Vorhinein Gedanken, wenn ich einmal Kinder will, ist das für mich zu vereinen. Wenn sie es eh nicht von selber macht, dauert es sicher nicht lang, bis sie angesprochen wird und sagt, na, willst du keine Kinder, wenn du so einen Job annimmst oder wie machst du das dann? Und ich denke mir, das ist einfach nur die Realität und ich würde es ja spannend finden, ich glaube, Herren werden da relativ selten gefragt zu diesem Thema. Und deswegen war es uns auch wichtig in den Interviews, dass schon ganz klar dargestellt wird, es sind die Themen noch da, es kommen auch am Schluss ganz klar unsere Forderungen, dass wir eben genau diese Themen weiterverfolgen, das Thema Vereinbarkeit, Familie, Beruf, dass sich hier was bewegt beim gleichen Lohn, für gleiche Arbeit, dass Frauen in Führungspositionen kommen und ich glaube, da braucht es die offene Diskussion und die gemeinschaftliche Diskussion. Es braucht die Diskussion auch von den Herren. Denn noch einmal, da bin ich überzeugt, dass uns das vielleicht mehr weiterbringt, dass dadurch was in Bewegung kommt. Und wenn es uns jetzt gelingt, dass all jene, die über das Video diskutiert haben, in was für einer Form auch immer, ganz in die inhaltliche Diskussion geben und sagen, okay, welche Themen sind jetzt wirklich noch offen, wir setzen uns gemeinsam dafür ein, dann haben wir sicher was bewegt. Trotzdem, das Video hat also österreichweit für so großes Aufsehen gesorgt. Ist das die einzige positive Nachricht, die Sie jetzt vermitteln können nach der Ausstrahlung, dass über offene Fragen diskutiert wird? Ist ein bisschen wenig. Nein, wir werden das Thema sicher weiterverfolgen und in Wahrheit hat man ja jetzt sehr viel ein Stück weit auch sensibilisiert und es kommt jetzt auch vor, dass auch Männer über Frauenthemen diskutieren und das ist genau auch der Ansatzpunkt und natürlich muss die Diskussion auch von unserer Seite weitergehen. Ist ein weiteres Video in dieser Form geplant? Das ist eine spannende Frage. Also jetzt reden wir ja noch über das Erste. Das wird die Zukunft weisen. Frau Schießling, Sie frage zum Schluss noch die gegenteilige Frage. Glauben Sie, dass das Video den Frauen an und für sich, dem Frauenbild der Diskussion über Frauenquoten in irgendeiner Form geschadet haben könnte? Ja, das glaube ich absolut. Also so wie Frauen in dem Film und was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, ist ja diese unter Anführungszeichen erotische vorletzte Szene im ersten Teil extremst schadet. Extremst schadet. Also ich würde sagen, es ist frauenfeindlich, es geht wirklich ins Sexistische meiner Meinung nach und dieses Video schadet auf alle Fälle in Bezug auf Quotenfragen und andere Fragen, die wir dringend zu lösen haben, wenn Frauen mehr in verantwortungsvolle Positionen kommen sollen. Frau Lädl, Ihr Konter? Wir sehen es natürlich ein Stück weit anders. Wie gesagt, es gibt sicher einen Teil, den wir uns daraus mitnehmen. Aber eins muss man auch festhalten. Ich glaube, man ist nur davor gefeit, dass etwas vielleicht nicht ganz so läuft, wie man es plant oder viele Menschen es anders sehen, wenn man einfach gar nichts probiert. Und ich denke mal, wir haben einen neuen Weg gemacht. Wir wollten aufrütteln. Wir wollten die Diskussion in Gang bringen. Und ich denke mal, das ist uns ein Stück weit gelungen. Plus uns das ist Ihnen sogar sehr gut gelungen. Und
uns ist es aber auch ein Anliegen, dass es wirklich jetzt weggeht von der Diskussion, von einzelnen Szenen, wie wir schon erwähnt haben. Wahrscheinlich, wenn wir diese nicht dabei gehabt hätten, hätte sich kein Mensch für das Video interessiert. Und das ist jetzt wirklich unser Ziel, dass wir jetzt wirklich inhaltlich alle gemeinsam darüber diskutieren. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Das war das DT-Studio zum Thema ÖVP-Frauenvideo. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.